Mit der Version 24 gibt es innerhalb der Kalkulation technisch einen neuen Steuerbereich in den Sonderausstattungen. Bedeutet, das ist etwas, was automatisch für alle Anwender, die mit einem Branchenmodell Version 24 neu anfangen, dass es automatisch dort enthalten wird, verwendet. Für Sie sind diese Informationen in dem Video an sich überflüssig. Für alle Anwender, die angepasste Kalkulationen, egal ob Grundeinrichtung oder firmenspezifische Kalkulationen mit Versionen vor der Version 24 gemacht haben, für die ist es wichtig zu wissen, dass die Sonderausstattung ab der Version 24 eine Steuerung für die sogenannten Panels hat. Panels heißt, das sind die Elemente, auf denen die Steuerelemente, sprich die Comboboxen, die Eingabefelder oder die Checkboxen angeordnet sind. Das war etwas, die gab es schon immer in der Oberfläche der Sonderausstattung. Diese waren jedoch bisher etwas, was nicht steuerbar war außerhalb des Designers der Oberfläche. Das heißt also, jetzt ist es so, dass diese Panels eine eigene Steuerebene haben und das ist etwas, wenn Sie sich das Register Decke hier angucken, wir sind im Branchenmodell Massivo an der Stelle. Diese Steuerung ermöglicht dafür zu sorgen, dass ganze Steuerbereiche komplett ausgeblendet werden. In der Vergangenheit war es so, ähnlich wie hier bei den Deckenuntersichten sichtbar, dass nur Anführungszeichen die Comboboxen ausgeblendet wurden oder die Checkboxen oder die Eingabefelder. Und dieses Panel sichtbarer Deckenuntersichten würde in Kalkulationen, die vor der Version 24 entsprechend entstanden sind, würde dieses Panel eben auch dann sichtbar bleiben, wenn es eben im Dachgeschoss hier keine freie Deckenuntersicht gäbe. Das Ganze klingt im ersten Moment ein wenig theoretisch. In der Praxis bedeutet das natürlich eins, dass durch dieses Ausblenden der Panels, und das ist etwas, was in jede firmenspezifische Kalkulation natürlich problemlos eingebaut werden kann. Entschuldigung, ich gehe einfach mal kurz in die Masterkalk, um Ihnen das zu zeigen. Dass das etwas ist, was die Bedienbarkeit der Kalkulation deutlich nochmal verbessern kann, weil eben der User mit weniger Informationen konfrontiert wird. Das heißt, im Register Berechnung gibt es jetzt, wenn Sie angemeldet sind als Administrator, im Bereich der Sonderausstattung hier neu Sichtbarkeit Panels. Und wenn Sie bei sich, das heißt also bei älteren Kalkulationen hier draufgehen, dann werden Sie nicht wie bei mir hier sprechende Namen sehen, die Ihnen sofort sagen, was ist denn das Ganze und oben die Registerstruktur, ne, die wäre bei Ihnen natürlich so da, das ist der Name der jeweiligen Register, aber alles das, was eben auf den Elementen ist, wenn Panels auf diesen Elementen sind, das ist wie gesagt eine Option. Die meistens aber eben nicht überall der Fall ist, dann wird das bei Ihnen eben nicht so sprechend sein. Die Frage ist, was ist das, was namensmäßig dort steht? Und Sie sehen es schon am Überschrift des Tabs, das ist der Name der Controls. Das heißt also, wenn wir uns das Ganze einmal in der Sonderausstattung anschauen, dann kommt diese Benennung vom Designer. Und wenn Sie in bestehenden Kalkulationen sagen, Sie wollen diese Steuerbarkeit der Panels, Sie haben gesehen, man konnte dort eine Formel anklicken, das schauen wir uns gleich an. Wir gehen einfach mal in den Designer rein. Wenn Sie eben diese Steuerbarkeit der Panels bei sich in die Kalkulation einbinden wollen, dann müssen Sie nur eins tun, Sie gehen eben einmal in den Oberflächendesigner. Und das, was bei Ihnen hier steht, das ist eben irgendeine automatisch vergebene Bezeichnung in Englisch, Label, Labelbox oder irgendetwas in der Richtung. Und hier ist es so, dass Sie schlicht und ergreifend das Ganze so benennen sollten an der Stelle, bei den Elementen, wo es eine Relevanz hat, dass Sie es eben im Dialog auch identifizieren können. Wenn jetzt die Frage kommt, ist das alles? Ist die Antwort ja, das ist alles. Und wenn wir hier nochmal in den Deckenbereich gehen, um uns das Ganze anzuschauen, wenn Sie bitte diese Oberfläche
mit der Oberfläche Ihrer Kalkulation vergleichen, dann werden Sie eins feststellen. Sie werden feststellen, dass Sie nicht drei unterschiedliche Panels für die Decken haben, sondern entweder ein globales oder die meisten haben ein Panel für die Decken über dem Haus und ein Panel für die Decken, die frei sind. Das heißt, die Schlussfolgerung, die wir gezogen haben daraus, dass die Sichtbarkeit der Panels jetzt steuerbar ist, ist, dass wir diese teilweise kleinteiliger gestaltet haben.